Das ist er, der neue Asterix. Titel: Der Papyrus des Cäsar. Die Handlung ist im Prinzip streng geheim. Jean-Yves Ferré und Didier Conrad, die beiden neuen Asterix-Väter, gaben dennoch schon einmal erste Einblicke in das Heft, das am 22. Oktober erscheint. Der ewige Kampf mit den Römern wird diesmal auch auf einer ganz modernen Public Relations-Schiene geführt und eine an Julian Assange angelehnte Figur sorgt für Ärger. Zentrales Thema ist der Informationsfluss und die Kontrolle über die Medien. Das hat beinahe etwas Dramatisches. Die Konflikte, die daraus entstehen, werden deutlich. Das allein hätte natürlich nicht gereicht. Deswegen gibt es einen weiteren wichtigen historischen Hintergrund, den Gallischen Krieg. Ferré und Conrad veröffentlichten vor 2 Jahren Asterix bei den Pikten, den ersten Band ohne Beteiligung des Gründerduos René Goscinny und Albert Uderzo. Goscinny verstarb 1977, Uderzo zog sich 2011 zurück mit wohlwollendem Blick auf seine Nachfolger. Uderzo ist ein eher undurchsichtiger und reservierter Typ. Die Tatsache, dass ihm die Grundidee gefiel, war sehr wichtig für uns, denn er ist unser erster Leser. Wenn Albert zufrieden ist, bedeutet das einen guten Start. Ça a été pour nous une satisfaction parce que c'est notre meilleur lecteur en fait. Si Albert est content quand même, c'est déjà un bon départ. Das neue 36. Album startet mit einer Auflage von 4 Millionen Exemplaren. So viel ist nötig. Weltweit wurden bislang 360 Millionen Asterix-Hefte verkauft, die Geschichten in 111 Sprachen übersetzt.